大人気のパズルボブル2がプレイステーションザ・ベストに選ばれて登場。プレイステーション用ソフトパズルボブル2。プレイステーションザ・ベストというのは、なんといっても価格が安く家族揃って楽しめるソフトなのです。ルールは簡単。同じ色のバブルを3つ以上くっつけて、フィールドのバブルを全部消すとラウンドクリアです。
ッチザハート、ファイト。キャッチザハート、ファイト。
で、ゴー！
皆様、お待たせいたしました。この飛行機は間もなく、シートベルトをもう一度お確かめください。Brave Fencer Musashi! Let's do it! Shoot! Why do I have to do this? What the heck? We'll be right back.
There was a time. Achtung, ein Hintergrund. 3 Sekunden bis Kontakt.
Ich habe geträumt von den Tagen, als ich mich noch nach dem Himmel sehnte. Von den Tagen, als ich in den wunderschönen Himmel verliebt war, der jungfräulich rein war, sorglose Tage. Ich träumte von meiner Kindheit. Fliegen wollte ich. Mein Traum war, frei am Himmel zu fliegen. Ich versuchte mit aller Macht, Pilot zu werden. Und schließlich bekam ich meine Flügel. Im Spanischen Bürgerkrieg 1937 meldete ich mich zur Freiwilligen Armee und färbte den Himmel mit dem Blut der Menschen und dem Öl der Kampfjäger. Ich wurde nicht Pilot, ich wurde Kampfpilot. Was ich da steuerte, war ein eiserner Adler, der durch die Lüfte flog. Und dennoch, ich hatte meine eigenen Flügel. 1938 ging der Krieg dem Ende zu. Da passierte es. Mitten in einem Luftkampf hatte ich einen Maschinenschaden. Der Feind hatte mich unter Feuer, doch ich schüttelte ihn ab durch eine Notlandung. Meine geliebte Maschine explodierte und ging in Flammen auf. Ich war verletzt an Leib und Seele und kehrte heim. Meine Flügel hatte ich für immer verloren. Ich hoffte, man würde mich entlassen. Fliegen konnte ich nicht mehr. Doch die Luftwaffe hielt mich zurück. Ich sollte Kommandant werden und meine Erfahrungen bei der Legion Condor einbringen. Meine Flügel hatte ich für immer verloren, aber fliegen habe ich nie verlernt. Ich würde die jungen Vögel lehren, wie man fliegt. Das war wohl die Pflicht für jemanden wie mich, der seine Flügel verloren hatte. Ich würde sie all mein Wissen, all meine Erfahrung lehren, bis die jungen Vögel durch den Himmel fliegen können. Ich träumte von den Tagen des Sieges und des Ruhms und den Tagen der Niederlage und der Verzweiflung. Und von den Tagen, an denen die Maschinen des Todes und der Vernichtung die Welt beherrschten. Thank you.
6:13 a.m. on the 25th of December. A small town in Colorado, at the foot of the Rocky Mountains called Mizan Falls. A girl was found in woods on the outskirts of the town, fallen and smeared with blood. The girl, named Cassie Flannery, had scars by an animal's claws all over her body. It seems she was attacked by a bear. There after 7 a.m. on the same day, another girl, Emma Lowland, Cassie's high school classmate, is missing, and her mother has asked police to search her. The state police started their investigation on relevance between the two incidents. At the time of Christmas, it is nothing else than tragedy that struck a peaceful town of a population of 2,000. Beep.
同じ夢だ、毎晩だ。ダークワールドでリタを探していると、何か言いようのないものが追いかけ始める。いつも間に合わず戻ってくることができない。
なたは白い家の おいおい、もうずいぶん喋ってるんだが、これから使うのか？電池を取り替えてくれ。おお、これは灯台のそばだな。あの年寄りに南への道について聞いてみたらいい。Thank you.
Thank you.
Thank you.